Herr Sauber, in Ihrem gemeinsamen Referat, was Sie mit Canon hatten, sprachen Sie zum Thema Power Marketing. Was kann ich mir darunter konkret vorstellen? Also grundsätzlich geht es nicht nur um den Online- oder Offline-Bereich, sondern um die Kombination. Beispielsweise im Bereich Social Media haben wir viele Kampagnen gefahren und die haben immer mehr Aufmerksamkeit erregt, wenn eben noch irgendwas aus dem Offline dabei war. Beispielsweise auch Einladungen für Events, wenn ich nicht nur per Newsletter einlade und über die Social-Kanäle, sondern eben auch beispielsweise über Print, personalisierten Print, das lohnt sich. Und dann natürlich auch die dritte Komponente, das Videothema, das da noch vorkommt, das auf der einen Seite Aufmerksamkeit erregt. Die Leute lesen nicht mehr so gerne, wie das vielleicht früher mal der Fall war, bleiben länger auf einer Seite drauf und man kommt eher zu einem Abschluss. Sie haben das Stichwort Social Media gegeben, ein strapazierter Begriff. Sie sind der Experte darin. Können Sie uns erzählen, wo da die Trends hingehen? Also Social Media ist strapaziert, vor allem in den letzten Jahren gab es einen großen Hype. Seit ein, zwei Jahren ist das wieder ein bisschen am Abflachen. Man sieht, dass es nicht nur einfach ist und nicht nur schnell geht mit Social Media. Man braucht hier sehr viel Zeit. Ich sehe die großen Möglichkeiten in der Ablösung von herkömmlichen Permission-Marketing-Tools, wie beispielsweise den Newsletter. Newsletter-Marketing ist eher auf dem absteigenden Ast. Wenn ich aber im selben Zuge eine Community aufbauen kann, kann ich so Kampagnen lancieren, Produkte auf den Markt bringen, indem ich einfach einen großen Schub an direkt ansprechbaren Leuten im Markt habe. Ihr Unternehmen, eMAN, ist auch spezialisiert im Bereich Suchmaschinenmarketing. Können Sie uns hier erzählen, wo die Trends hingehen? Ja, so vor 10 Jahren hatten wir Links gesetzt. Dann war sofort der Kunde, den wir betreuten, mit seinen Keywords in den ersten Rängen. Das geht heute nicht mehr. Heute ist es sehr wichtig, dass man sich auf seinen Bereich fokussiert, dass man Relevanz generiert. Nehmen wir ein Beispiel für ein Hotel. Wir betreuen Hotels hier in Zürich. Die haben Restaurants, die haben Parkhaus, die haben Fitness und sie sind ein Hotel. Und Google kauft denen nicht ab, dass sie in allen Bereichen die Experten sind. Also müssen sie sich auf irgendwas fokussieren und da richtig guten Content liefern. Und das Video, abgesehen davon, auch wieder ein interessantes Thema. Spannend. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Gern geschehen.